Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Brothers. So, wir sind auf der Farm vom alten Tobi und müssen jetzt hier irgendwie an dem Hund vorbei. Das sieht nicht gut aus. Haben wir hier irgendwie was wir anwenden können? So, du lenkst den da ab, dann kann ich hier rüber gehen. Sehe ich das richtig? Hey, komm mal her! Okay, Ablenkungsmanöver. Hey! Wow! Das war knapp. Okay, da lasse ich erstmal mit mir beschäftigen da. Schaffe ich das? Ha, ich schaff das. Sehr gut. Oh! Und schnell wieder rauf. Okay. Dann rufen wir den nochmal hier hinten rüber. Und tschüss, Doggy. Wasserfall. Ist da ein Geheimversteck drin? Nein. Hätte ja sein können. So, die Ranken hochklettern. Okay. Das Rätsel kennen wir schon, das hatten wir bei der Rettungsaktion vom Vater. Du rüber, Seil runterlassen und hin da. So, jetzt kommen die blöden Sprungeinlagen. Ob ich die hinkriege? Ja, das ist echt ungewohnt. Das ist echt ungewohnt. Okay, da hinten sind ein paar Hoppelhäschen, schau mal. Ganz viele schwarze und ein weißes. Brauchen wir vielleicht... Ah, das muss da drin rumrennen. Die müssen da drin rumrennen, sehr wahrscheinlich. Wer bist du denn? Ein Vogel. Tschö, mach's gut. Willkommen in der Freiheit. Hast du gut gemacht, Junge. So, wir brauchen Häslein. Also schnappen wir uns ihn. Los, du von da, ich von hier. Ah, der Junge kriegt's hin. Komm mal mit. Da! Ah, da! Okay, wir kommen aber hier nicht hoch ohne den. Sicher, dass wir den da hinten müssen wir die grillen, ey. Die bringt doch hier keinen Hasen um, oder? Können wir irgendwie anders hier hin? Kannst du den nicht schnappen? Ne, der entwicht dir immer wieder, ne? Okay. Schuschu! Okay, was muss ich hier machen? Hätte ich vielleicht irgendwie vorher einen Weg machen müssen? Hey, Kerl, was müssen wir hier machen? Okay, da kann ich mit dem interagieren. Nö. Und du? Ki? Wen hat die? Da hinten geht's zum Baum der heiligen Dreifaltigkeit. Also das sieht fast wie ein Eingang da unten aus. Ja, ich habe schon kapiert, dass wir da rüber müssen. Aber um das da aufzukriegen, muss ich... Ah, vielleicht kann der Kleine da drin rennen. Ja, ich brauche nicht den Hasen. Ich kann selber da drin rennen.
Ui! Ich verstehe. Dann solltest du mal da rüber rennen. Kannst du dir so ein Schaf schnappen? Ja! Schnappen wir uns so ein Schaf. So, runter da. Schauen wir mal, ob das Schaf da drin rumrennt. Juhu, es funktioniert! Wie eine kleine Maus oder Ratte. Dankeschön, kannst aufhören. Also ich tue jetzt eigentlich die Kamera schwenken, dass sie nach rechts rumgeht, aber das geht nicht. In die andere Richtung kann ich sie auch nicht weiter als hier. Also das ist schon... Also man hat keine komplette Schwenkfreiheit, ne? Das funktioniert nicht. Man will, dass man jetzt hier so steil runterguckt und so viel Atmosphäre will. Nicht, dass ich mich wundert, warum spielt der aus der Perspektive. Ein Riese oder Troll oder Ogre oder was bist du? Ich bin sehr traurig, weil ich eine Suppe habe. Seht ihr ja die leeren Teller. Wie nenne ich den denn? Rübezahn. Ich bin Rübezahn. Vorsicht, Bruder. Bleib zurück. Hallo. Hey, Maro. Ja, schick den Kleinen besser vor. Der kann mit denen wenigstens. Alle mögen ihn. Maru, Wenhadi, da? So? Da, ja. Aber warum bist du so traurig gewesen? Wir wollen dir auf jeden Fall helfen. Hey, Kleiner. Der führt uns, ne? Cool. Er zeigt uns den Weg. Hi! Ja, ich auch. Juhu, wir können fliegen. Olle hopp. Juhu. Danke, Alter. Tschüss. Ah, ich kann nicht winken. Ah, und er nimmt einen Steinweg. Na gut, dann schauen wir uns so lange hier, bis er da oben ist, mal kurz die Idylle an. Ach ja, da ist er. Der Mont Blanc. So, nur aber weiter. Vater hat Schmerzen. Und wir brauchen das Heilmittel. Vom Baum des Lebens. Hey, Nai! Hey, Nai! Da! Ach, da! Ja! Da! So. Beweg dich mal weiter, damit der andere hoch kann. Ach, da! Dem wachsen auf dem Rücken schon voll die Pilze. Den ganzen Dreck, den er da dran hatte. Oh, Spannung. Das war knapp. Ach, da! Oh! Ich wollte eigentlich da hoch. Nee, echt jetzt? Okay. Ja. Das ist ja okay, von der Stelle aus. Wieso zum Teufel ist er da nicht hochgegangen? War, glaube ich, zu weit links gewesen dafür. Und weiter geht's. Ah, da kommt der Riese. Dreh mal die Kamera. Los, wirf uns nochmal. Der ist aber echt nett.
Vielleicht war er auch einfach nur einsam und freut sich, dass er uns helfen kann. Möglich, ne? Ah, cool, du bist die Brücke. Merci. So, entweder da weiter hoch oder über diesen Baumstumpf. Wo führt denn dieser Baumstumpf hin? Ah, da können wir nicht lang. Wir müssen da hoch. Verstehe. Ich glaube, da können wir nicht einfach rüberjumpen, oder? Versuch das mal. Nein, macht er nicht. Ich glaube, du musst uns wieder werfen. Ich kann die Kamera auch nicht drehen. Und nochmal. Also wenn man aus der Höhe geworfen wird, das kann auch gut schief gehen. Ah, okay, der andere muss weiter nach links, sonst kann man da sich nicht dranhängen. Ich habe Glück, dass da unten kein Abgrund war. Da! Ich glaube, mit der Tastatur hätte ich mehr Probleme, wenn ich in beiden Händen da mich bewegen müsste. Also es klappt mit zwei Analogstick, glaube ich, wesentlich besser. So, wo müssen wir jetzt lang? Anscheinend wirfst du uns wieder. Ja! Nein, er springt mit uns. Juhu! Ja, geilo. Das könnte man auch schön als Film machen. Also, das ist schon nett gemacht hier. Komm, der kann nicht schwimmen, hinten drauf. Also als Verfilmung, so ein zwei Brüder, die dann auch so einen Riesen treffen, der freundlich ist und denen hilft und so. Das klappt alles gut. Das könnte man echt mit einem Film rausmachen. Schönen Abenteuerfilm für Kiddies. Wir sollen da durch. Hab Dank. Leb wohl. Auf zu neuen Abenteuern. Hoffentlich treffen wir jetzt nicht auf Kankra die Höhlenspinne. Okay, du kommst wieder durch, er nicht. Das heißt, du musst hier das Teil benutzen. Also wirklich Analogstick einfach nur drehen und zack, das geht auf. Sehr schön. Dass wir uns da dranhangen müssen und dann abspringen. Das testen wir erstmal mit einem. Aha. Ja, zur Seite.
So, kommen wir da drüber? Ja, kommen wir. Ja, ein wenig gewöhne ich mich an die Steuerung. Klappt doch sehr gut. Dieses Rohr brauchen wir bestimmt. Können wir das transportieren? Aber wohin? Das müssen wir wahrscheinlich in die Maschinerie reinwerfen. Kommen wir denn hier drum? Kommen wir da überhaupt drum rum? Wir kommen da gar nicht drum rum. Wie soll das denn gehen? Wie mache ich das denn? Moment mal. Schauen wir uns doch nochmal was genauer hier um. Ich vermute mal, dass wir die Stange brauchen. Ups. Um sie in eins der Zahnräder reinzuwerfen, damit die Maschinerie stoppt. Was haben wir denn noch hier? Nichts. Das ist nicht gut. Ach da! Da kommen wir wohl kaum drüber, oder? Nein. Also wir müssen irgendwie an diese Stange da oben kommen. Kann ich die irgendwie auf den Steinklotz da drauf machen? Ach Mist. Ich denke schon wieder, ich renne mit dem anderen. Komm da nicht rum. Verdammt, wie geht das denn? Wie geht dieser Trick jetzt? Können wir hier irgendwas anderes machen? Kommen wir hier besser drum rum? Ah, wir können bestimmt dann hier so rechts und dann wieder darüber. Ja, das ist des Rätsels Lösung. Vielen Dank. Wechsel. Jetzt die Frage, müssen wir sie sehr wahrscheinlich müssen wir in das über dem Wasser reinklemmen, oder? Oh ne, ne, wir müssen die wahrscheinlich da in das Zahnrad reinreden. Genau. Hier wird schön seitwärts. Schauen wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das denke. Tatsache, funktioniert. Sehr schön. Schnell, beeil dich, bevor es durchbricht. Puh. Good job. Okay. Jetzt müssen wir nochmal zur anderen Seite, oder wie? Ich hoffe, das andere bleibt jetzt so. So, Räuberleiter. Muss ich mal hoch, aber es ist kein Seil in den. Ah, da oben der Haken. Ich muss irgendwie die Kette runterlassen. Ah, ich komme aber nicht dran. Also, von da oben dranhangeln. Juhu. Oh, okay.
Da schauen wir gleich mal, wie es geht. Bis demnächst, euer Chojin.